Ja, schönen guten Tag auch von mir. Ich möchte mich zu vier Themen äußern. Zum ersten Thema Energiewende oder wie es eigentlich richtiger heißen müsse, wie auch unsere Bundeskanzlerin gesagt hat, Energierevolution. Zweitens zum Thema Fehlstart des Bildungspakets. Drittens zur derzeitigen Situation, was Libyen betrifft. Und viertens zur Fragesituation in der Partei Die Linke. Zum ersten Thema. Am Wochenende ist ja sehr heftig diskutiert worden, wer nun wie die Kosten der Energiewende bzw. des Ausstiegs aus der Atomenergie tragen sollte. Meine feste Überzeugung ist, jeder, der den Eindruck erweckt, als würde diese Energiewende bzw. sagen wir richtige Energierevolution nichts kosten, macht das Gleiche wie Helmut Kohl 1990, als er den Eindruck erweckte, die deutsche Einheit könne aus der Portokasse bezahlt werden. Wer behauptet, Energierevolution koste nichts, der belügt die Bürgerinnen und Bürger. Und darum muss man sich natürlich genau überlegen, wer jetzt welche Kosten zu tragen hat. Zum einen finde ich es sehr problematisch, dass diejenigen belohnt werden, die viel Energie und Strom verbrauchen, die Strom fressen und dass diejenigen bestraft werden, die wenig verbrauchen. Also wir verlangen erstens keine Rabatte mehr für Stromfresser, egal welcher Couleur, zum Beispiel in bestimmten Industrien wie der Chemieindustrie. Wir haben ja vor uns morgen die zweite Tagung der Ethikkommission. Wir sind der festen Überzeugung, dass alle Erkenntnisse, auch alle ethischen Fragen, was die Atomenergie betrifft, auf dem Tisch liegen. Tschernobyl und Fukushima haben diese Fragen, glaube ich, ausreichend beantwortet. Wir brauchen also keine neue Kommission, die ein Verschiebebahnhof ist, die Dinge nur sozusagen verzögern soll. Und ich finde auch, wir sollten uns sehr entschieden gegen alle Szenarien des Atomkartells, die da heißen, das Licht geht aus, entgegenstellen. Atomenergie ist weder sauber noch preiswert. Neueste Studien des Forums für ökologische und soziale Marktwirtschaft von dieser Woche im Auftrag von Greenpeace belegen, dass die gesellschaftlichen Kosten des Atomstroms doppelt so hoch sind wie die Kosten für erneuerbare Energien. Diese Fakten sollen verschleiert werden. Und darum ist Aufklärung nötig und nicht Kommissionssitzungen. Wir als Linke fordern einen unverzüglichen Ausstieg aus der Atomenergie, das heißt ohne schuldhaftes Verzögern. Und wir wollen den Ausbau der erneuerbaren Energien, das heißt wir brauchen einen Plan für den Ausbau der Netze und auch für Energiespeicherung. Genauso wichtig wie die Produktion von Strom ist natürlich die Frage der Energieeffizienz. Darum wollen wir, dass die Programme zur Gebäudesanierung aufgestockt werden, damit auch hier eine Einsparung von Energie, von Strom möglich ist. Und unsere feste Überzeugung ist, die Energiewende ist nur ökologisch, wenn sie auch sozialverträglich angegangen wird. Und hier sehen wir unsere besondere Aufgabe darin, dafür zu sorgen, dass nicht Menschen mit niedrigen Einkommen Verlierer der Energiewende sind. Wir brauchen also Voraussetzungen, dass auch Menschen mit niedrigen Einkommen in vernünftigen, sanierten und wärmegedämmten Häusern leben. Zweiter Punkt, das Bildungspaket. Es ist ja heute viel diskutiert worden und auch bereits am Wochenende, dass das lange diskutierte und lange umstrittene Bildungspaket nicht bei denjenigen ankommt, für die es bestimmt ist. Zum einen konnten wir alle beobachten, wie die Verschleierung und Verschleppung und die Diskussion, wie soll es denn nur umgesetzt werden, ja schon Monate dauerte. Wir haben jetzt die Situation, dass viele Kommunen, Argen und Jobcenter noch immer auf Ausführungsbestimmungen warten, dass sie Eigeninitiative zwar ergriffen haben, aber nicht wissen, ob das dann auch die richtigen Formen sind. Die Bundesregierung hat ja als Stichtagsdatum für die Antragstellung den 30. April festgelegt, wo Eltern rückwirkend ihre Ansprüche geltend machen können. Bisher haben nur 3% davon Gebrauch gemacht. Darum fordern wir als Linke eine sofortige Terminverschiebung auf den 30.06.,
Denn wie Sie selber mit Blick auf den Kalender sehen, ist ja der 30.04. nicht mehr so weit weg. Letztendlich zeigt aber, dass dieses Bildungspaket nicht so in Anspruch genommen wurde bisher, dass die Konstruktion schon sehr fragwürdig ist. Unserer Auffassung nach wäre es sinnvoller, Gelder direkt in den Ausbau der Infrastruktur zu stecken, direkt in Schulen, in Kindergärten, in Freizeiteinrichtungen und nicht durch bürokratische Maßnahmen, die ja auch 175 Millionen dieses Paketes auffressen, Kinder nicht unterstützen, sondern eher zu weiteren Problemen führen. Dritter Punkt, zu dem ich mich äußern möchte, ist die Frage Libyen. Wir haben von vornherein die Auffassung vertreten, dass dieser Konflikt militärisch nicht lösbar ist. Der NATO-Generalsekretär Anders Rasmussen hat das jetzt auch von sich aus gesagt, für diesen Konflikt, Zitat, für diesen Konflikt gibt es keine militärische Lösung. Ich finde, die Enthaltung damals von Westerwelle im UN-Sicherheitsrat war richtig. Bei dieser Position muss die Bundesrepublik auch bleiben und nicht durch die Hintertür versuchen, sich doch an dem Einsatz, wie auch immer er denn beschrieben wird, beteiligen. Für mich wäre es sehr interessant herauszufinden, aus welchen Ländern die Streubomben, die Gaddafi jetzt einsetzt, geliefert wurden. Und an dieser Stelle kann ich nochmal unsere Position als Linke bekräftigen, dass wir uns für ein weltweites Verbot von Streubomben einsetzen. Vierter Punkt, Diskussionen und Situationen in der Partei Die Linke. Wir haben ja in den vergangenen Wochen, spätestens seit den nicht erfolgreichen Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, sehr intensive und heftige Diskussionen über viele Fragen, insbesondere die Fragen, haben wir mit unseren inhaltlichen Angeboten die richtigen Fragen formuliert, wie können wir gemeinsam die Partei stärken, sodass wir zum Beispiel gerade in diesen Flächenländern, wo wir noch nicht so stark sind wie Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, bei nächsten Wahlen erfolgreich sein können, diskutiert. Und ich glaube, rückblickend auch auf diese Debatte der letzten Wochen, es ist unbedingt nötig, in der Partei die Diskussionen nicht nur hier von Berlin aus zu führen, Berlin-zentriert, sondern mit der Basis über die verschiedenen auch Auffassungen, was man ändern könnte, sollte, was man besser formulieren kann, wo man aktiver und wirkungsvoller arbeiten kann, zu besprechen. Ich selber war in den letzten zwei Wochen in den unterschiedlichsten Bundesländern unterwegs zu Veranstaltungen in Nordrhein-Westfalen, in Sachsen, jetzt am Wochenende auch in Baden-Württemberg und natürlich in Berlin, ist ja völlig klar. Und ich habe auch gerade gestern in Baden-Württemberg erlebt, dass die Mitglieder unserer Partei dort, ich war bei einer Tagung des Landesausschusses und des Landesvorstandes, also ungefähr 100 Mitglieder der Partei und natürlich viele auch derjenigen, die kandidiert haben für die Landtagswahlen, waren anwesend, dass es jetzt wichtig ist, die Partei zu stärken, die Parteistrukturen zusammenzuhalten. Und ich fand es auch sehr eindrucksvoll und vorbildlich, dass der Parteivorsitzende der Linken in Baden-Württemberg gesagt hat, jetzt ist es wichtig und richtig, auch Mitglieder aktiv zu werben und eine Mitgliederkampagne zu initiieren. Natürlich sind wir in den einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlich weit, was die Auswertung der Wahlen und der Wahlergebnisse betrifft. Es gab ja auch einen Parteitag in Hamburg, wo ein wichtiger Punkt war, die Auswertung der Wahlen. In Sachsen-Anhalt gibt es einen Termin, der liegt noch in der Zukunft, wo die auf einer größeren Veranstaltung die Wahlen ausgewertet werden, sodass natürlich vorschnelle Schlüsse von niemandem erwünscht und nötig sind, aber die Frage ist natürlich, wie organisieren wir diesen Prozess der Diskussion, und ich kann Ihnen noch mal sagen, dass wir im Juni ein Treffen, was es bisher noch nur einmal gab, nämlich vor einem Jahr in Kassel mit allen Kreisvorsitzenden, also wir laden alle ein, sie werden dann sicher auch in großer Zahl anreisen, haben werden, wo wir die verschiedenen Fragen sowohl der inhaltlichen Ausrichtung als auch der Organisation der Partei besprechen werden.
Auf einen Punkt möchte ich noch kurz eingehen, der auch in den Medien am Wochenende eine Rolle gespielt hat. Das ist die Frage der finanziellen Situation unserer Partei. Natürlich hätten wir als Partei Die Linke gerne mehr Geld zur Verfügung. Ich glaube, das kann man sich gut vorstellen, denn wir sind die einzige Partei, die keine Großspenden erhält, was wir auch nicht wollen. Wir sind ja, das ist ja eine Position, die wir auch sehr offensiv im Bundestag vertreten, nicht dafür, dass Parteien Großspenden aus der Wirtschaft erhalten dürfen. Die Spendenbeiträge sind natürlich geringer als bei anderen Parteien, weil sie Beiträge unserer Mitglieder oder Unterstützer sind. Zum Vergleich, im vergangenen Jahr haben wir 0,3 Millionen, also 300.000 Euro Spenden bekommen, die CDU 34 Millionen. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied. Die Frage, was die Finanzen und den Finanzplan der Partei betrifft, kann ich dahingehend beantworten, dass wir selbstverständlich einen gültigen Finanzplan haben, dass wir uns aber auf der Sitzung des geschäftsführenden Parteivorstandes vom 28. März diesen Jahres darauf verständigt haben, dass der Finanzplan gültig ist bis zum 31. Mai. Er ist natürlich die Grundlage unseres Handelns und dass wir aber bis zum 31. Mai eine sogenannte Generalrevision des Finanzplanes vornehmen wollen und da auch genau überprüfen wollen, ob die verschiedenen Ausgaben, die wir geplant haben für Kampagnen, so zu halten sind und ob es nicht möglich ist, die eine oder andere Veranstaltung, Kampagne preiswerter zu gestalten und dass wir uns auch darüber verständigen, wie wir natürlich auch Schritte finden können, um unsere Einnahmen zu erhöhen. Und da unsere Einnahmequellen die Mitgliedsbeiträge und die Spenden sind, geht da der Mitglieder und Unterstützer unserer Partei, geht da natürlich unser Augenmerk hin. Wir haben also einen gültigen Finanzplan. Alle Finanzabschlüsse kann man ja auch im Rechenschaftsbericht nachlesen. Aber wir haben beschlossen, bis Ende Mai, also bis 31. Mai, diesen Finanzplan zu überarbeiten. Und wir haben auch beschlossen, dass wir für den Haushalt oder Finanzplan des Jahres 2012 möglichst wesentlich früher und unter den von mir genannten Prämissen den Finanzplan erarbeiten wollen. So viel.